Wir sind hier in Köln im Flamingo Royal und das ist der Club in Köln, in Deutschland möchte ich fast mittlerweile sagen. Und wir sind hier auf einem Mega-Blogger-Event, den diese drei bildschönen jungen Damen auf die Beine gestellt haben. Sehr cool, sehr voll, aber sehr cool. Also besser als erwartet. Was hast du denn so erwartet? Ich hätte es nicht so gut erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass es so partymäßig ist und dass wir so viel machen können. Habt ihr denn schon irgendwas hier so gemacht? Ein bisschen was getrunken, ein paar andere Cocktails probiert und jetzt stehen wir gerade an fürs Nägel machen. Just got rich. I ain't a broke guy's bitch. But I can make a broke guy rich. But I don't fuck with broke bitches. Got me some dude with some fake pretty. Da sind auch wirklich nur schöne Menschen am Start. Das ist unfassbar. Da freue ich mich gleich mal um. Also Köln steht ja sowieso für hübsche Mädchen, muss ich sagen. Ich bin sehr viel unterwegs, aber ich muss ehrlich sagen, es gibt kaum so viele hübsche Mädchen auf einen Haufen wie bei uns in der Stadt. Und die sind heute geballt alle hier. Also Jungs, die ihr heute nicht da seid, Pech gehabt. Instagram, Mädchenparty, tolle Leute, geile Atmosphäre. So, dann gehen wir mal weiter und schauen uns mal an, was für Blogger sich hier überall so rumtreiben und was für bekannte Leute hier noch so sind. Und deswegen gehen wir mal hier durchs Flamingo in Köln durch und ich nehme euch natürlich mit. Auf der Elfest, hier über Mode und alles drum und dran. Und was hat es dann hierher geführt? Einfach die Blogger-Mädels, die das hier organisieren aus Köln, man kennt sich halt. Until you disappear with her to have sex, of course. It's not like we were both on board. We were staying on the same fucking hotel floor. And all this time, God knows, I'm singing out. Das ist hier All Blog Everything. Das ist eine Ergänzung, finde ich, zu den ganzen Blogger-Veranstaltungen, die es sowieso schon gibt, die alle tagsüber stattfinden. Blogger-Café, Blogger-Bazaar und so weiter. Das ist alles nicht so szenig ist, aber natürlich tagsüber ein bisschen gechillter und jetzt für abends einfach mal so eine coole Veranstaltung, wo man sich aufbrezeln kann, wo man sich hier vor Ort schick machen lassen kann. Und ja, ich finde, sowas hat gefehlt. Okay, bei All Blog Everything geht es natürlich auch um Blogs und natürlich auch Bloggerinnen, ist ja klar. Ich habe hier einige Bloggerinnen neben mir stehen. Fangen wir mal da an, damit ihr Bescheid wisst, mit wem ich hier zu tun habe. Magst du dich einmal kurz vorstellen, meinen Zuschauern? Ja, ich bin Charlotte von Important Part. Und du? Ich bin Kira von Call Me Shopaholic. Und wen habe ich hier neben mir noch? Die Christina und die Susanne von Fashion Twins. Genau, klar, man kennt sich auch so ein bisschen, man sieht sich auch auf Blogger-Events etc. Heute sind wir hier abends, das ist ja eher eine Party. Wie findet ihr das hier so? Cool, also bis jetzt noch ein bisschen chaotisch, weil alle da drüben sind und da ihre Haare machen lassen und so. Aber ich glaube, später wird es noch richtig cool. Lässt du dir auch gleich die Haare machen? Nee, die Schlange ist mir zu lang. Was habt ihr denn heute schon alles hier so entdeckt? Was gibt's denn hier so zu sehen? Also wir waren schon mal bis ganz hinten durch. Da kann man sogar Zuckerwatte essen. Da kann man sich die Fingernägel machen lassen, die Haare machen lassen. Und bei der Zuckerwatte haben wir natürlich gleich mal zugeschlagen. War lecker? Ja. Oh, die will ich aber auch gleich nochmal probieren. Bei einem Blog werden nicht nur Fotos gemacht, beim Blog werden nicht nur Texte geschrieben, sondern man muss ja auch irgendwie so ein bisschen gut aussehen für die ganzen Fotos und für die ganzen Outfits, die man auch postet. Dafür haben wir hier zum Beispiel bei diesem Event jetzt einen Stand von JG und die Haare werden hier schön gelockt. Wie ist bis jetzt schon so das erste Fazit? Ey, Hammer! Vor allem das mit den Losen funktioniert super. Also wir können echt viele Lose an den Mann bringen und der Erlös wird immer größer. Und da freuen wir uns natürlich besonders drüber. Also das ist so eine Sache, die uns selbst am Herzen liegt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis schon mal. Und klar, die Stimmung ist cool, die Mädels sind gut drauf. Der Alkohol fließt, die Musik ist cool. Und wir freuen uns auf die Aftershow-Party, damit wir auch mal ein bisschen trinken können. Aber ist das schon eine Party eigentlich? Genau, so ein kleines Warm-up eigentlich. Um 23 Uhr eskaliert das dann hier hoffentlich.
Ich bin mal gespannt, also wenn das hier eskaliert. Sehen, aber hier viele Lose. Tombola wird gleich stattfinden. Und ja. Wow. Für den guten Zweck, Leute. Nicht vergessen, ne? Für den guten Zweck. Alles für die, denen es leider nicht so gut geht wie uns heute. Für was genau? Also für welche bestimmt? Mary, für welche Organisation? Du hast es organisiert, du weißt genau. Hier die Kinderkrebshilfe in Köln. Die wird unterstützt. Und wir freuen uns total über all die Unterstützung von all den Mädels hier. Das macht wirklich Spaß. Loggen zum Anfassen quasi. Tschüss. Ciao. Ciao.